und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund und Fit. Heute mit dem Thema Diabetes Typ 2 natürlich heilen. Bitte beachten Sie jedoch zuvor Folgendes: Die hier dargebotenen Informationen und Empfehlungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie ersetzen in keinem Fall individuellen persönlichen ärztlichen Rat und medizinische Hilfe, erst recht nicht in Notfällen. Von einer Eigenbehandlung ohne zumindest vorher ärztlichen oder therapeutischen Rat durch Heilpraktiker eingeholt zu haben, insbesondere bei bekannten Vorerkrankungen ebenso wie bei unklaren Beschwerden, wird daher dringend abgeraten. Haftungsansprüche gegen den Autor sind daher ausgeschlossen. Schauen wir uns zunächst einige Statistiken an. In Deutschland gibt es etwa 6 Millionen Diabetiker. Seit 1998 gab es eine Zunahme von 24%. Und vor allem die Zahl der jugendlichen Diabetiker Typ 2 hat sich in den letzten Jahren verfünffacht. Diabetes ist auch weltweit im Ansteigen begriffen und etwa 20% der Diabetiker wissen nicht einmal um ihre Erkrankung. Wodurch wird Diabetes Typ 2 gekennzeichnet? Das Leitsymptom ist der erhöhte Blutzucker. Schulmedizinisch werden Normwerte für die Glukose angegeben zwischen 60 und 100 Milligramm pro 100 Milliliter Blut. Die Höhe des Blutzuckers wird durch die Zufuhr an konzentrierten Kohlenhydraten ausgelöst. Das heißt also solche Dinge wie Kartoffeln, Reis, Hirse, Getreide, Nudeln, Brot und so weiter. Schulmedizinisch gesehen gibt es folgende Ursachen für den Diabetes: die familiäre Veranlagung, also irgendeine genetische Komponente, dann Übergewicht. 67% der männlichen, 53% der weiblichen Diabetiker sind übergewichtig und schließlich Bewegungsmangel. Um zu verstehen, wie Diabetes Typ 2 entsteht, müssen wir uns zunächst einige Grundlagen des Stoffwechselgeschehens ansehen. Wie gewinnt der Körper Energie aus Glukose? Jede Zelle muss Energie produzieren, denn ohne Energie gibt es kein Leben. Und aus diesem Grund müssen wir auch Nahrung zuführen. Die zugeführten Kohlenhydrate werden im Magen-Darm-Kanal aufgenommen und zu Glukose, das heißt zu Einfachzuckern, abgebaut und dann über den Blutkreislauf an alle Zellen des Organismus verteilt. Die Zellwand jedoch ist für Glukose undurchlässig, es sei denn, dass der Körper Insulin absondert. Insulin ist ein von der Bauchspeicheldrüse abgesondertes Hormon, dessen Aufgabe es ist, die Zellwand für Glukose zu öffnen, sodass die Glukose in die Zelle hineingelangen kann. Die Glukose wird dann anschließend in der Zelle in komplizierten Stoffwechselschritten in Energie umgewandelt. Die Schulmedizin lehrt, dass Diabetes eine Krankheit sei. Und zwar ist die wichtigste Vorstufe die sogenannte Insulinresistenz. Insulinresistenz bedeutet, dass die Zellen nicht mehr auf Insulin ansprechen. Insulinresistenz bedeutet nach schulmedizinischer Auffassung, dass die Zelle irgendwie krank geworden ist. Und diese krankhafte Abweichung des Körpers von der Norm muss daher laut Schulmedizin behandelt werden. Wie behandelt die Schulmedizin den Diabetes? Über Medikamente. Medikamente, die zu einer erhöhten Freisetzung des Insulins führen. Das sind die Mittel der ersten Wahl. Die dahinterstehende Überlegung ist ganz einfach, nämlich das uralte und bewährte Gültigkeit des sogenannten Dosis-Wirkungsgesetzes. Das heißt, wenn mehr Insulin an den Rezeptoren der Zellen andockt, um die Zellwand für Glukose zu öffnen, dann wird die Glukose trotz Insulinresistenz schließlich irgendwann doch noch in die Zelle hineingedrückt werden. Und genügen die Tabletten alleine nicht, dann wird, um diese Insulinresistenz der Zelle zu überwinden, dann wird den Patienten mit Diabetes Typ 2 einfach Insulin gespritzt, um die Resistenz durch vermehrtes Insulin doch noch zu überwinden. Und aus diesem Grund werden etwa 1,5 Millionen Diabetiker mit Typ 2 in Deutschland nicht nur mit Tabletten, sondern zusätzlich auch mit Insulin behandelt. Was ist nun die alternativmedizinische Auffassung der Entstehung von Diabetes? Wie gesagt, schulmedizinisch geht man davon aus, dass Diabetes Typ 2 eine behandlungsbedürftige Krankheit sei. Und die Dr.-Probst-Methode hat einen ganz anderen Ansatz, nämlich der Diabetes ist danach eine logische Folge der totalen Überernährung der heutigen Menschheit.
Zum besseren Verständnis zunächst ein kleiner Blick in die Geschichte, und zwar epidemiologische Beobachtungen in Kriegszeiten. In Spanien, im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939, organisierte der deutsche Zahnarzt Dr. Adler für die Nationalisten unter General Francisco Franco ein lückenloses Krankheitskataster während dieser Zeit. Dabei ergab sich, dass alle Krankheiten in Zeiten des Mangels und der Not dramatisch absanken und beispielsweise Diabetes Typ 2 auf Null fiel. Es gab also keine Diabetes Typ 2 Patienten und auch alle zuvor an Diabetes Typ 2 Erkrankten wurden durch Hungern gesund. Dasselbe Phänomen konnte man in Dänemark beobachten, nämlich dass Menschen durch Hunger gesund wurden, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Die Mangelernährung führte also ganz offensichtlich zu einer besseren Gesundheit. Da fällt einem das Gebet ein von Gustav Falke: Herr, lass mich hungern, dann und wann, satt sein macht stumpf und träge, und schick mir Feinde, Mann um Mann, Kampf hält die Kräfte rege. Gib leichten Fuß zu Spiel und Tanz, Flugkraft in goldene Ferne, und häng den Kranz, den vollen Kranz, mir höher in die Sterne. Also, zu den wahren Ursachen von Diabetes Typ 2. Zur Erklärung dieses Phänomens schauen wir uns die nachstehende Abbildung an, entnommen aus meinem Buch »Warum nur die Natur uns heilen kann«. Hier sehen Sie mal dargestellt die Nahrungsaufnahme. Über den Dünndarm wird die Nahrung aufgenommen, wird dann in Einfachzucker, in den normalen Blutzucker verwandelt, der dann über den Blutkreislauf verteilt wird. Hier sehen wir es nochmal dargestellt. Die Nahrungsaufnahme geschieht über den Dünndarm. Ein Teil der Nahrung wird als Glukose im Körper verteilt. Besonders Leber und Muskulatur verbrauchen viel Glukose. Aber irgendwann sind die Leber und auch die Muskelzellen mit Glukose gesättigt und können nicht noch mehr aufnehmen. Und die Schulmedizin verkennt diesen Zustand als etwas Krankhaftes. Dabei handelt es sich ganz einfach um einen Selbstschutz der übervollen Zellen. Natürlich kann man jetzt die Zellen durch Spritzen von Insulin gewaltsam behandeln, bei hierdurch jedoch anhaltendem Risiko unangenehmer Begleit- und Folgeerscheinungen. Der logische Therapieansatz bei Diabetes Typ 2 nach der Dr. Probst-Methode ist ganz anders, nämlich Diabetes mellitus muss ursächlich behandelt werden, indem der Körper wieder in Ordnung gebracht wird. Das Hauptproblem liegt in der Ernährung, und zwar in der Überernährung. Die gute Nachricht ist, wie ich auch immer wieder in meiner ärztlichen Praxis erleben durfte, dass der Diabetes Typ 2, auch wenn er schon über viele Jahre besteht, innerhalb weniger Wochen vollkommen problemlos verschwinden. Jedoch gilt es auch dann, einige Dinge zu beachten, damit es zu keinem Rückfall mehr kommt, aber all das ist weitaus besser, als ein Leben lang an Diabetes zu leiden. Die genaueren Zusammenhänge sowie welche Maßnahmen nach der Dr. Probst-Methode, die ich in 4 Jahrzehnten entwickelt habe, ergriffen werden sollten, um Diabetes dauerhaft zu heilen und vorzubeugen, habe ich ausführlich beschrieben in meinem Buch »Der natürliche Weg zu Heilung und Gesundheit«. Hier sehen Sie die Daten, 267 Seiten, erhältlich im Buchhandel oder aber über www.telomit.com. Das war's für heute. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Beste Gesundheitsgrüße, Ihr Dr. Dr. Karl J. Probst.